von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. So, mein lieber Herr Pocher, nächste Aufgabe. So, darf ich bitten? Das ist normal, dass ich hier hinten sitze? Irgendwie ist das wegen des Plakats. Ja, deswegen, ja klar. Ich würde dich ja nicht normalerweise durch die Weltgeschichte chauffieren. Was kostet der Verein hier? Also, das Haus habe ich hier auf dem Markt neu bekommen. Exklusiv, hat kein anderer Makler, was okay. Ja etwas Besonderes ist auf Mallorca. Klassisches Haus. Weil da guckst du ja direkt hier auch. Auch den super Golfplatzblick, direkt erste Linie zum Golfplatz, kostet 4.250.000. 4,25 Millionen. Ja, ist ja fast größer als du, ne? Das stimmt allerdings. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Kabelbindern funktioniert. Ja, also ich hätte gerne. Aber das ist klar, wenn du mit Russen arbeitest, dass du hier Kabelbinder am Auto liegen hast. So, hast du? Mein Gott, das ist aber auch alles hier. Nee, nee, geht schon. Geht? Warte, das ist. Warte, ja. Habe ich. Mein Gott. The Wende. Da müsste eigentlich am Haus von Boris müsste eigentlich Insolvente dran stehen. Also nächster Plan ist Business Jogging. Ja. Da habe ich sowieso noch was für dich vorbereitet hier. Und zwar sind das ja meine Primus Business Jogging Akquisebriefe. Okay. Aber ich habe jetzt auch für dich so eine Version gemacht, wie du dann, die könntest du dann verteilen. Das ist sehr lustig. Das ist doch schön, oder? Das ist sehr lustig. Das ist Comedy, wie sie mir gefällt. Das heißt, wir ziehen uns um. Hast du Sportoutfit dabei? Also selbstverständlich. Selbstverständlich. Gut vorbereitet. Ja, schönes Outfit, muss man sagen. Also wenn schon, denn schon. Ob das bei den Kunden natürlich gut ankommt, weiß ich jetzt nicht. Mit dem Totenkopf, ich meine, Ding Dong, guten Tag, wollen Sie ausverkaufen? Und dann steht sowas davor. Also ich mag das auch nicht. Mit Preis, ja genau. Hast du mal gesehen? Ja, immer ein Preisschild, ne? Wie viel? Ja, es ist, steht nicht drauf, ist teuer. Hast du das in der Türkei gekauft oder wo? Nee, da steht das da. Ach doch, da steht das. 750, willst du mich verarschen? Das kann ja nicht sein. 750 Euro für den, für das? Du musst auch mal den Bauch einziehen, da wird der ganze Totenkopf größer. Ja, Entschuldigung. Da lacht der Totenkopf da unten. Ich hätte auch Roberto Gaisini für 35 nehmen können. Es lebe der Sport, der ist gesund und macht uns hart. Wer gibt uns Kraft, wer gibt uns Schwung? Die 13. Ja. Wir fragen immer, ob sie das Haus verkaufen wollen, ne? Ja, es gibt ja mehr Geld als bei der Vermietung. Ja, oder vielleicht wollen sie eins kaufen. Noch eins? Ja, genau. Ja, klar. Das ist, klar. Oder was sagst du denn? Wie gehst du und was ja, guten Tag, Ola Ola, wollen Sie zufällig ausverkaufen? Dann sagen die erstmal, genau. Hä, wieso denn? Nein. Und dann kommen die meistens, weil die total verwirrt sind. Und dann, wenn ich dann da stehe und erzähle, was ich so mache, dann sagen die, okay, gib mal einen Flyer und ich melde mich in ein paar Jahren wieder. Ja. Dann sagen sie vielleicht auch, nee, vielleicht in 20 Jahren erst. Dann sage ich, ja gut, dann bin ich 53, das ist auch gut, können Sie mich auch anrufen. Ja, eben. Und dann gehe ich wieder. Ja. Also, hier ist auch leider keiner, wir gehen weiter. Weiter geht's. Ach, du kannst aber auch mal in den Briefkasten noch einen Flyer reinschmeißen. Sollst du ja nicht mit tragen, sollst du ja auch reinschmeißen. Hier. Absolut. Hier, wo bitte keine Werbung steht, mache ich den einfach. Ja, da ist gar keine, sowas gibt's hier nicht. Also, das gibt's hier nicht? Nee, man kann hier Werbung reinschmeißen. Jetzt sind die guten Marcel Remus-Dinger sind weg. Brother, ich sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci. Was ist denn mit dir? Nur noch Gucci. Hola. Hola. Hello. Do you want to sell your house? A house? Yeah, your house. Do you want to sell it? No, because we are interested in buying the house, maybe. Wait 1 minute. Yes, please. Hola, hola. Hola, hola. Hallo. Hallo, ich spreche Deutsch. Wir sprechen Deutsch. Deutsch, also. Das ist ja viel einfacher. Hallo, lieber Pocher, hallo. Ja, ich fasse dich auch an, wenn du möchtest. Guten Tag, hallo. Hallo, Remus, hallo. Makler, ich bin heute mit ihm hier unterwegs und wir versuchen hier ein Haus, wenn Sie Interesse haben, würden wir das Haus gerne verkaufen. Also wir suchen Immobilien, die zu verkaufen sind. Das ist es nicht. Falls Sie zufällig... Wollen Sie mal... Ja, wir würden gerne. Wir würden uns wirklich gerne Wir wollen aber nicht stören. Fantastisch. Sie spielen PlayStation? Nein, ich spiele. Meine Kinder. Wollen Sie wollen. Es mal sehen, meine Kinder? Sind die auch Kinder hier? Ja, wie alt sind? Jackie! Wie alt sind die denn? Kommst du mal hier nur einmal hochgehen? Du kannst schon mal packen. Wir sind ja. Verkauft. Mutti will es verkaufen und wir sind gerade dran am Preis. Sehr gut.
Das sind, ich würde sagen, Wohnfläche sind das bestimmt auch 700 Quadratmeter? Nein, ungefähr, warte mal, ich glaube so 500 oder so. 500 und 500. Grundstück ist 2000. Auch 2000. Und meistens die. Ja, die meisten haben 2000. Ja. Dann würde ich sagen. Jetzt hoffentlich schätze ich das Richtige. Ja, also Vorsicht, Sie stehen gefährlich. Ich würde ja gefährlich ehrlich. Na, ich sag mal so. Ich habe viel Arbeit reingesteckt. Komm, Sie haben jetzt hier und Sie wollen nach München und so. Ich gebe Ihnen jetzt einfach 50.000. Und ja, hier die Möbel, den Fernseher, die Playstation. Komm, mal 55.000 mit Abstand. Wunderbar. Und dann ist dann haben wir einen Deal. Ja, ich mache die Einfahrt alleine noch weiter. Dann ziehe ich in Ihr Haus. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Naja, ich sag, und jetzt möchte ich mal wissen, realistisch von dir. Wir schreiben mal eine Zahl auf. Ich tippe jetzt mal, wir machen jetzt hier Oliver. Hast du? Ja. Ja, alles klar. Und jetzt, wie heißen Sie? Corinna. Oder du? Corinna. Corinna. Corinna, schreibt mal jetzt rein, was sie gerne hätte. Mal so. Das wird jetzt mich mal gespannt. Mieten, kaufen, wohnen, special. Corinna möchte für dieses Haus 4,8 Millionen. Marcel. Da lag ich aber jetzt nicht so schlecht eigentlich, ne? Sagt 5. Und jetzt komm ich. Bin gespannt. 4,8. Das war auch nicht so verkehrt, muss man sagen. Also ich würde den kann man einstellen, oder? Profi, im Pocher, ja klar. Der kann, wenn es nicht mehr läuft, kann er dann als Makler bei mir anfangen. Also, Corinna ist so eine tolle Frau, die hat so viel in ihrem Leben erreicht oder so. Da können wir mit der Provision was machen. Kommen wir schon hin. In Spanien zahlt der Verkäufer die Provision, wir haben hier 6% plus Mehrwertsteuer. Normalerweise nehmen wir ja 12. Prozent. 12 Prozent. Ich weiß nicht genau, was üblich ist, aber das ist... Doch, 12 ist, 12 ist absolut üblich plus Mehrwertsteuer. Ja. Für Sie machen wir einfach... 4? Ich würde auf 9 erstmal gehen. Ja. Oh. Wissen Sie was, so ein schönes Haus, ich würde am liebsten mit Ihnen zusammenleben. Das hier mit ihm wegen des Hauses, wir bleiben privat in Kontakt. Wir bleiben privat wegen Zusammenleben und so weiter in Kontakt. Corinna, knick, knack. Man kann ja nie wissen. Ja, es kommt immer anders, als man denkt. So sieht es nämlich aus, aber Hauptsache man kommt. Danke für den spontanen Besuch. Ja. So viele Männer habe ich noch immer danke. Da würde ich sagen, rein in den Pool. Ja. Na okay, alles gleich. Genau. Ich ziehe mich wieder an. Wollen Sie reingehen? Ja, also, das wäre eine tolle Aktion. Ja, also wenn Sie wollen. Wenn Sie wollen. Ja, dann wenn, komm. Wenn Sie reinspringen. Wenn Sie wollen, springe ich in Ihrem Pool. Ja, also, für mich, an mir soll das nicht liegen. Ja, bitte. Ja, alles klar. Okay. Wunderbar. Das finde ich jetzt toll. Das hätte jetzt nie gedacht, dass der Oliver Pocher in meinem Pool badet. Nee, also das hätte mir jetzt wer sagen können. Das hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Nee, danke, danke. Bravo! Das finde ich toll. Das liebe ich sowas, wenn der so spontan ist. Ja, definitiv. Das ist das Tolle. Ich kaufe das hier und dann mache ich hier ein schönes Aqualand hin und hier so 10 Stockwerke hoch. So ein 2-Sterne All-Inclusive-Hotel. Let's go.